Wenn ihr eure Hörspiele am Computer hört, kennt ihr sicherlich das Problem. Ordnung ist das halbe Leben. Ihr habt eure Hörspiele irgendwo auf der Festplatte, ihr müsst sie mühselig anklicken, wahrscheinlich noch in irgendwelche Unterordner gehen, den Media Player fügen oder auch sonst womit ihr eure Musik hört, und das Ganze kann ein bisschen umständlich sein. Deswegen möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich meine Hörspiele am Computer organisiere, und zwar ganz bequem, ganz einfach und noch besser kostenlos. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von meinem Ohrenkino und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich zu Hause meine Hörspiele digital am Rechner organisiere. Zu diesem Zweck habe ich mir schon vor langer Zeit MusicBee heruntergeladen. MusicBee ist nicht einfach nur ein Media Player, sondern es ist ein Media Player mit Musikverwaltung. Man kann also ein Archiv anlegen, das MusicBee verwaltet. Wie ich das genau mache, erkläre ich euch später. Bevor ich euch aber etwas zu MusicBee erzähle, möchte ich euch noch nur ganz kurz etwas zu CD-Rippen und Tagging erklären. Hierzu benutze ich das Programm DB PowerAmp. DB PowerAmp ist kostenpflichtig, ich benutze es aber deswegen, weil es unheimlich viele Möglichkeiten bedient. Ich mache dazu später auch noch ein eigenes Video, wo ich dann auch nochmal näher auf das ganze Thema Tagging, CD-Rip und so weiter eingehen werde. Mit DB PowerAmp könnt ihr nicht nur klassisch eure CDs rippen, sondern, und das ist ganz wichtig für jede Musikverwaltung oder für jedes Musikarchiv, ihr könnt damit auch ordentlich taggen. Taggen bedeutet, dass ihr euer Music-File mit Metadaten verseht, also welches Album, welcher Interpret, welcher Song und so weiter. Und natürlich auch, ihr könnt ein Cover hinterlegen. Das ist unheimlich wichtig, werde ich euch später dann nochmal im MusicBee zeigen. Eine Randnotiz noch schnell zu DB PowerAmp: Wenn ihr zum Beispiel auf eurer Festplatte ein Soundfile habt, was ihr schnell konvertieren wollt, könnt ihr ganz einfach über rechte Maustaste entweder den Converter abrufen. Darüber lassen sich so die typischen Audioformate abrufen, wie WAV, FLAC, was gibt es noch, MP3 natürlich und alle anderen, ihr kennt sie ja. Und es gibt noch den Editor. Dieser Editor ist unheimlich wichtig, wenn ihr zum Beispiel nachträglich Dateien editieren wollt und ein ordentliches Tagging machen wollt. Warum das so wichtig ist, das zeige ich euch jetzt bei MusicBee. So, schauen wir uns einmal MusicBee etwas genauer an. Ich habe mir aktuell runtergeladen die Version 3.2. Das ist die aktuellste Version, die gerade zur Verfügung steht. Wie gesagt, es gibt MusicBee in zwei Versionen. Einmal als Desktop-Version und als Portable-Version. Die Desktop-Version könnt ihr euch ganz normal auf dem Rechner installieren, setzt natürlich ein Betriebssystem voraus. Und die Portable-Version, das ist das Besondere, die könnt ihr auf eine externe Festplatte installieren. Da würde ich euch empfehlen, die gleiche externe Festplatte zu nutzen, wo auch euer gesamtes Musik- und Hörspielarchiv drauf liegt. Später zeige ich euch nochmal, wie ich das bei mir gemacht habe, aber jetzt soll es erstmal hier um das Layout gehen. Ihr seht, auf der linken Seite hier haben wir die Bibliothek, das ist die Navigationsleiste, hier mit Musik oder Musik, Podcast, Hörbücher, Neuzugang, Chronik. Den Neuzugang erkläre ich euch auch nachher nochmal. Die nächste Spalte sind die Genre, die ergeben sich natürlich auch aus den Metadaten, aus dem Tagging. Je nachdem, was ihr eingebt, habt ihr dann hier eine ganze Palette an Genres. Ich habe mir hier ein Genre Hörspiel rausgesucht. Auch das könnt ihr beliebig variieren. Ihr könnt sagen Hörspiel Mystery, Hörspiel Krimi oder was auch immer. Ich habe hier zum Beispiel noch einmal Hörspiel Soundtracks mir eingerichtet. In dem Hauptpanel, das ist hier in der Mitte, da seht ihr die großen Albencover. Das könnt ihr auch einstellen, und auf der rechten Seite dann die aktuelle Wiedergabe, und weiter unten seht ihr dann, welches Album gerade abgespielt wird mit Cover und noch ein paar zusätzlichen Informationen. Dann schauen wir uns mal an, wie ich euch empfehlen würde, wie ihr MusicBee einstellen solltet. Und zwar könnt ihr das Layout hier oben rechts einstellen, hier auf dem Icon, da seht ihr schon Layout konfigurieren. Da klicken wir einfach mal drauf und da seht ihr schon, hier könnt ihr alle möglichen Einstellungen zum Layout vornehmen. Oben die Menüleiste, die Tab-Leiste, das wäre
Hier oben zum Beispiel Musik. Fangen wir an mit der linken Seite. Hier seht ihr Panel Anzeigen. Das bezieht sich auf die Navigationsleiste und ich brauche das Panel nicht immer im Blick zu haben. Deswegen habe ich Panel ausblenden, automatisch öffnen ausgewählt. Ihr seht, auf der linken Seite ist das Panel verschwunden. Und wenn ich jetzt mit der Maus an den linken Seitenrand gehe, dann habe ich wieder meine Navigationsleiste hier. So. Auch spannend das Hauptpanel. Hier habt ihr verschiedene Ansichten. Ich habe mich für die Ansicht Alben entschieden, weil ich meine einfach, so habt ihr die größte Übersicht und so sieht es auch am schönsten aus. Ihr könnt natürlich auch sagen Album und Titel. Dann ist das so eine Listenansicht. Auf der linken Seite habt ihr die Cover und rechts gibt es dann nochmal so ein paar Infos dazu. Dann gibt es noch nur die Titel. Und ihr seht schon, tja, es ist so ein bisschen unübersichtlich, weil eben alle einzelnen Titel aufgeführt werden und das macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen würde ich euch empfehlen, nehmt diese Einstellung, die ist am schönsten und wie gesagt, die macht für mich am meisten Sinn. Wenn ihr sagt, die Albumcover sind mir jetzt ein bisschen zu groß oder zu klein, könnt ihr die natürlich auch einstellen. Das macht ihr hier oben, seht ihr Alben und wenn man hier auf Alben geht, erscheint rechts daneben so ein kleiner Pfeil. Das heißt, da steckt noch was drin. Da öffnet sich hier so ein kleines Pop-up-Menü und ihr könnt hier noch die Sortierung vornehmen. Album und Künstler habe ich ausgewählt. Das kann man nochmal verifizieren oder das kann man noch etwas spezialisieren, indem ihr noch sagt, dass ihr möchtet auch das nach Jahren gelistet haben. Dafür müsst ihr allerdings in den Metadaten auch das Jahr angegeben haben. Ich, wie gesagt, benutze hier Album und Künstler. Und ganz hier unten seht ihr Bildgröße. Hierüber steuert ihr einfach nur, wie groß das Cover letztendlich angezeigt werden soll. Fahren wir mal ganz am Anfang. Ihr seht, es ist relativ klein. Dafür habt ihr unheimlich viel auf einen Blick. Ja, sind schon ein paar Sachen drin. Machen wir das gleich nochmal in ganz groß. Die Cover sind jetzt so ein bisschen unscharf, weil er das im Prinzip nachrechnen muss. Und das dauert einen kleinen Moment, weil da einige Cover drin sind. Deswegen habe ich diese Einstellung, wo noch ein Cover mehr zu sehen ist. Das finde ich persönlich für mich die optimale Einstellung. So, dann auf der rechten Seite gleiches Spiel. Ihr könnt sagen, wenn ihr diese Informationen gar nicht sehen wollt, was ihr gerade aktuell abspielt, dann könnt ihr auch das komplett ausblenden oder ihr könnt sagen, automatisch wieder einblenden, wenn ihr rechts mit der Maus an den Seiten rangeht. Da ich die Informationen aber ganz nützlich finde, habe ich sie permanent eingeblendet. So, eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen, und zwar, wenn ihr bei den Alben die Ansicht und den Text hier drunter einrichten wollt, dann habe ich das so gemacht, dass einmal der Albumtitel zu sehen ist, der Interpret und auch die Albumdauer, weil ich finde ehrlich gesagt, das ist eine ganz interessante Information. Die Einstellung nehmt ihr wie immer hier über Layout konfigurieren vor, Hauptpanel und dann Panel anpassen. Und ihr seht hier, welche Informationen zu den Covern im Hauptpanel angezeigt werden sollen. Da habe ich hier einmal ausgewählt das Album mit 100% Kontrast, den Album Künstler mit 80% Kontrast und hier Album Dauer mit 40%. Ja, aber wie spiele ich überhaupt ein Hörspiel ab? Das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur einmal anklicken. Erscheint hier unten, seht ihr die Informationen zu dem Album, welche Tracks da drin sind. Hier habe ich dann noch das Jahr noch mit eingefügt. Also ihr könnt das Hörspiel starten, wenn ihr hier auf den kleinen Button drückt. Oder ganz klassisch unten über diese Menüleiste, wo alle wichtigen Funktionen von einem Media Player drin sind. Also Start, Stopp, Vorwärts, Rückwärts und zufällig abspielen und so weiter. Hier natürlich Lautstärke. Den Player könnt ihr, wenn ihr sagt unten, das stört mich, möchte den lieber oben haben, könnt ihr das natürlich auch machen. Funktioniert auch hier oben über Layout konfigurieren. Und Hauptplayer-Steuerung, ihr seht, im unteren Fensterbereich anzeigen oder im oberen Fensterbereich anzeigen.
Kommen wir jetzt einmal zu den allgemeinen Einstellungen. Die allgemeinen Einstellungen ruft ihr hier oben ab über Bearbeiten, Einstellung bearbeiten oder Tastenkürzel Steuerung O. Mal draufklicken. Bei den allgemeinen Einstellungen müsst ihr eigentlich gar nichts einstellen, weil das passt alles so. Die Sprache steht auf Deutsch. Hier könnte man noch ein Icon wechseln, wenn man das wollte. Eine kleine Spielerei. Unter dem Reiter Layout könntet ihr nochmal benutzerdefinierte Schriften für euer Layout angeben. Davon würde ich aber ehrlich gesagt abraten. Und auch noch interessant ist hier unten die linke Seitenleiste Navigation. Hier könnt ihr die Menüpunkte einstellen, die auf der linken Seite letztendlich dargestellt werden. Ihr seht, Musik ist hier ausgegraut. Das bedeutet, das ist damit ist eure Musikbibliothek gemeint und die kann man dann nicht ausblenden. Macht aber auch keinen Sinn. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, einen Podcast einzufügen. Das geht ganz klassisch über ein Feed. Den könnt ihr bei MusicBee einbinden. Dann gibt es hier den Reiter Hörbücher. Dann gibt es hier noch den Reiter Hörbücher, aktuelle Wiedergabe, Neuzugang, den ich später nochmal erkläre und so weiter. Und hier könnt ihr einfach ein- und ausschalten, was ihr möchtet. Dann wäre noch als wichtiger Punkt die Bibliothek. Hier richtet ihr euch nicht eure Bibliothek ein, sondern hier sind quasi nur die Informationen dazu. Und zwar habe ich hier oben eingestellt, beim Starten auf veränderte oder fehlende Dateien prüfen. Das bedeutet eigentlich nur, dass wenn MusicBee sich öffnet, guckt er einfach, ob sich irgendwas geändert hat und ob irgendwelche Daten fehlen würden. Wichtig auch der überwachte Ordner. Der überwachte Ordner kann einmal eingelesen werden, nur beim Starten von MusicBee oder kontinuierlich. Kontinuierlich würde auch bedeuten, dass während MusicBee läuft und irgendwas ändert sich an euren Audio-Files, würde er das mitbekommen und dann auch etwas zeitverzögert in MusicBee anzeigen. Hier seht ihr den Pfad, da liegt tatsächlich meine Bibliothek als physische Datei, also hier liegen alle meine Audio-Files drin. Dann auch noch wichtig als Einstellung, Aktion für deine neuen Dateien. Hier habe ich ausgewählt, direkt zur Bibliothek hinzufügen, weil ich meine Daten grundsätzlich, bevor ich sie auf die externe Festplatte kopiere, sorge ich halt dafür, dass wirklich alle Metadaten drin sind, also alle wichtigen, dass dann Cover drin ist und dass das Format halt passt. Wenn ihr das nicht macht und einfach sagt, ich ziehe erstmal die Daten in MusicBee und bearbeite die dann später, in MusicBee könnt ihr natürlich auch die Tags bearbeiten, sagt ihr hier einfach zum Neuzugang hinzufügen. Wie das dann funktioniert, erkläre ich euch auch später, ist relativ simpel. Das wäre es jetzt erstmal für die Bibliothek. Dann auch noch spannend ist CD-Rippen. Wie ihr seht, könnt ihr auch mit MusicBee CDs rippen. Das bedeutet, ihr bräuchtet theoretisch keine extra Programme wie DB Power Amp oder sonst irgendwelche Tools, weil MusicBee eigentlich alles mitbringt. Ich muss aber gestehen, dass ich den CD-Ripper noch nicht ausprobiert habe, deswegen kann ich euch da leider gar nichts zu sagen. Von den Einstellungen her sieht es aber wirklich so aus, als wenn man alle wichtigen Funktionen benutzen könnte und dass die auch zur Verfügung stehen. Und hier oben seht ihr auch, alle wichtigen Audioformate sind auch enthalten. Dann möchte ich euch zum Schluss noch einmal die Plugins erklären oder euch ein Plugin vorstellen. Und zwar, wie ihr hier seht, die MusicBee Remote App. Die MusicBee Remote App könnt ihr euch kostenlos runterladen. Sie muss einmal in MusicBee installiert werden und natürlich auf eurem Smartphone. Und dann könnt ihr euer Smartphone oder Tablet als Fernbedienung benutzen. Das heißt, ihr sitzt schön bequem auf der Couch und sagt, jetzt habe ich Bock MusicBee zu hören. Der Rechner muss natürlich an sein und es muss eine Verbindung zwischen Smartphone und Computer sein, ist klar. Und dann könntet ihr von der Wohnzimmercouch aus MusicBee steuern und eure Hörspiele hören. Mal hier wieder schließen. Kommen wir jetzt zum Thema Tagging über MusicBee. Dazu geht ihr ganz einfach auf das Album, was ihr bearbeiten wollt. Rechte Maustaste. Bearbeiten oder Tastenkürzel, Umschalt, Enter, einmal draufklicken und das wäre hier die Editor-Maske, wo ihr die Metadaten oder das Tagging vornehmen könnt. Ihr seht schon, hier ist eigentlich alles eingetragen, weil ich die Daten vorher schon mit DB Power Amp bearbeitet habe und MusicBee übernimmt diese Daten natürlich auch. Hier habt ihr noch diverse Einstellmöglichkeiten. Hier
Auch interessant, könnt ihr das Cover nochmal einstellen. Ihr könnt also hier das Cover laden, könnt sagen, welche Art von Bildtyp ist das. Ihr seht hier, habe ich das Album Cover ausgewählt und das soll auch das bevorzugte Bild sein, was er mir im Music Bee anzeigt. Dann habe ich hier noch eine Rückseite eingefügt und ihr seht auch hier Album Rückseite, damit auch Music Bee weiß, was ist das für ein Bildtyp. Auch spannend, aber mehr für Musik wäre der Tab hier Liedtext. Und zwar könnt ihr Music Bee so einstellen, dass er sich automatisch die Liedtexte zieht, wenn die in irgendeiner freien Datenbank natürlich hinterlegt sind. Und die würde er euch dann auch hier, statt Titelinformation könnt ihr Liedtext auswählen und dann würde er euch hier auch den Liedtext anzeigen. Finde ich persönlich ein ganz nettes Feature. Kommen wir jetzt zu der Erstellung einer Musikbibliothek. Eigentlich nichts Kompliziertes. Ihr geht hier oben auf Datei, Bibliothek, neue Bibliothek erstellen. Klicken wir einmal drauf. So. Neue Bibliothek in diesem Ordner erstellen. Jetzt könnt ihr den Ordner auswählen, wo die Informationen zur Bibliothek hingeschrieben werden sollen. Das ist nicht der Ordner, in der wirklich physisch eure, das ist nicht der Ordner, in dem auch physisch tatsächlich eure Audiofiles liegen. Der Einfachheit halber würde ich euch natürlich empfehlen, packt es alles in den gleichen Ordner. Ich zeige euch auch gleich, wie ich das gemacht habe, dann ist es vielleicht etwas verständlicher. Und ihr könnt natürlich hier noch einen Namen eingeben für die Bibliothek und auch den Ordner, den Music Bee überwachen soll. Das heißt, hier liegen dann tatsächlich eure Audio-Files drin und Music Bee guckt regelmäßig rein, ob es da was Neues gibt. Wenn ihr Fragen zu Music Bee habt, wenn ihr irgendwelche Sachen nicht verstanden habt oder wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr was einstellen sollt, stellt mir die Fragen einfach in den Kommentaren. Ich beantworte gerne eure Fragen. Dann kommen wir endlich zu dem Thema Neuzugang. Und zwar rufen wir ihn hier auf, Navigationsleiste und hier der Neuzugang. Ihr seht natürlich, da ist natürlich jetzt nichts drin, weil ich kein neues Hörspiel hinzugefügt habe. Wenn ihr aber ein neues Hörspiel hinzugefügt habt und ausgewählt habt, Anzeigen bitte im Neuzugang, würden die jetzt alle hier erscheinen. Und wenn ihr das dann in eure Musikbibliothek hinzufügen wollt, geht das wie folgt. Rechte Maustaste auf das Album, was ihr verschieben wollt, senden an. Und ihr seht hier, das ist jetzt natürlich ausgegraut, weil kein Album da ist. Könnt ihr sagen, ich möchte das an die Musikbibliothek schicken. Und wenn es ein Hörbuch ist, an den Extraordner Hörbücher. Das zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Es geht hier um diesen Ordner. Und ihr seht, hier sind schon einige Hörbücher drin. Wie gesagt, ihr könnt auch Hörbücher in die Musiklibrary mit aufnehmen. Ihr müsst dann einfach nur beim Genre sagen, nicht Hörspiel, sondern Hörbuch oder Hörbücher, je nachdem, wie ihr das wollt. Und dann erscheinen die dann eben da. Das heißt, wenn ich mir ein Hörbuch anhören möchte, gehe ich einfach hier auf den Ordner und suche mir das entsprechende Hörbuch einfach aus. Und zum Schluss zeige ich euch jetzt nochmal, wie ich Music Bee und mein Musikarchiv auf eine externe Festplatte gespielt habe. Ihr seht hier oben Hörspiel Musikarchiv, Laufwerk H, Music Bee, dieser Ordner, das ist die Installation oder das ist der Ordner, in dem ich Music Bee installiert habe. Ihr seht hier Excel-Datei und alles, was dazugehört. Und Music Bib. Das ist der Ordner, wo physisch alle meine Hörspiele, Hörbücher und auch meine Musik drin liegen. 275 GB ist nicht gerade wenig. Wir klicken da auch einmal rein. So, und da seht ihr, Audible Download gehört eigentlich nicht dazu, weil die Audible Files kann Music Bee leider nicht lesen und nicht wiedergeben. Aber ich habe in der Vollständigkeit halber habe ich ihn einfach hier abgelegt. In diesem Ordner Daniels Musik und Hörbücher. Da sind jetzt alle Informationen von Music Bee und der Musikbibliothek enthalten.
Ich klicke hier auch hier mal rein. Hier seht ihr, das sind so die ganzen Library Files. Aber physisch liegen meine Hörbücher, Hörspiele und Musik hier drin. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Hier seht ihr meine Hörspielordner. Und da liegen die ganzen Files drin mit Cover, wie sich das gehört. Ich hoffe, ich konnte mit MusicBee euch einen kleinen Tipp geben, wie ihr zu Hause eure Hörspielsammlung gut am Rechner organisieren könnt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt mir die Fragen gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. In der Beschreibung habe ich natürlich alle wichtigen Links hinterlegt, wie zum Beispiel, wo finde ich überhaupt MusicBee und wo gibt es die Remote-App, und alles Wichtige findet ihr auch dort. Dann würde ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich würde mich auch unheimlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, schönen guten Abend noch.